Wenn künstliche Systeme, Algorithmen lernfähig geworden sind, und damit meine ich erfolgreiche Technologien des Machine Learning, liegt eine Frage ja ziemlich nahe. Können sie auch Ethik lernen? Nun sind diese Systeme nicht menschlich. Aber wenn sie Entscheidungen treffen, also wenn sie entscheiden, welchen Weg im Fall eines Unfalls zum Beispiel der selbstfahrende Wagen einschlägt oder wer einen Kredit erhält oder wer nicht, dann müssen wir sicher gehen, dass ein solches System möglichst vorurteilsfrei handelt, nicht sexistisch handelt, nicht imperialistisch, nicht Fremdenfeindlichkeit. Aber geht das überhaupt? Und geht Lernen von Ethik im Grunde genommen genauso wie zum Beispiel das Lernen von Schach oder Go oder das automatisierte Handeln an der Börse? Da werden ja auch laufend Entscheidungen getroffen. Über diese Frage, über das Verhältnis von Ethik und KI, spreche ich jetzt mit einem KI-Experten, der schon mal bei mir zu Gast war, Christian Kersting. Er leitet das Artificial und Machine Learning Lab an der TU Darmstadt und ist Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Hallo Christian. Hallo, danke, dass ich wieder da sein darf. Du hast zusammen mit anderen einen wirklich interessanten Artikel in der Fachzeitschrift veröffentlicht über ein System, das heißt Moral Choice Machine, also eine Maschine, die lernt, eine moralische Wahl zu sprechen. Du musst uns erstmal erklären, wie funktioniert das und was verstehst du darunter? Also erstmal in dieser Publikation haben wir Moral immer in Anführungsstrichen ein bisschen geschrieben, zumindest am Anfang, um deutlich zu machen, wir sind keine Moralphilosophen. Ich bin einfach nur Informatiker und versuche zu verstehen, ob man da auch irgendwie ein bisschen weiter vorankommen kann und irgendeinen Beitrag leisten kann. Worum ging es? Also wir wissen, dass einige aktuelle Lernalgorithmen, die wir mit diesen Maschinen, in dieser künstlichen Intelligenzsystem anwenden, dass die... Dazu haben wir uns in unserem letzten Gespräch gehalten. Das war. Und die können jetzt auch unsere Verzerrungen, unsere Stereotypen übernehmen. Ganz tolle Arbeiten von Kaleskan et al., also eine andere Publikation, die haben einfach gezeigt, dass wir, wenn wir aus Textdaten lernen, kann es sein, je nachdem wie wir lernen, dass man irgendwie schneller das Wort Mann mit Wissenschaft assoziiert als das Wort Frau mit Wissenschaft. Das ist ja blöd. Also irgendwie sind die Maschinen, genauso wie wir, schneller dabei, Wissenschaft, das wird durch Männer betrieben. Diversität ist wichtig. So, und das haben die Leute festgestellt. Und was ist in der Presse rausgemacht worden? Maschinen werden eigentlich automatisch zum Rassisten. Das fand ich nicht schön, also diese Aussage. Das Beispiel gab es ja auch, aber das ist ein bestimmtes Programm gewesen. Genau, aber das war dann auch der Tenor, weil das sich natürlich gut verkaufen lässt. Und ich wollte wissen, ist das denn so? Weil für mich gewisse moralische Entscheidungen oder ethische Entscheidungen eigentlich auch nichts anderes als Verzerrungen sind. Also Menschen nicht zu töten ist gut. Aber das ist erstmal vielleicht eine Verzerrung. Wenn ich das rein mathematisch betrachten wollen würde, gibt es sicherlich Situationen, wo es vielleicht auch gut ist. Also wenn ich so an Sterbehospiz denke und vielleicht sogar das aktive Sterbehilfe, ist es vielleicht auch gut. Ob man es dann töten nennen möchte, ist nochmal eine andere Frage. Menschen zu töten oder sich selber zu töten, ist ein entscheidender Unterschied. Ja, aber es geht ja jetzt darum, inwiefern wir unterstützen dürften oder nicht. Aber Hauptpunkt war einfach nur zu sagen, es kommt vielleicht auf den Kontext an. Ob ein Stereotyp, eine Verzerrung, was Gutes oder was Schlechtes ist. Ja, du hast ja in dem Artikel auch so ein Beispiel, wie ich töte Zeit. Wollte ich gerade darauf hinzukommen. Okay. So, was wir jetzt zeigen konnten, ist, dass diese selben Algorithmen, die das mit Mann, Wissenschaft, Frau, eben auch sagen, töten von Menschen nicht gut, totschlagen, töten von Zeit gut. Also derselbe, im Wesentlichen derselbe Algorithmus, ein bisschen anders, macht plötzlich auch moralisch, in gewissem Sinne, sehr einfache moralische Entscheidung. Ich würde ja sagen, dass das übrigens noch nichts mit Moral zu tun hat, weil Zeit zu töten ist neutral, ist weder gut noch schlecht. Das kann gut sein, kann auch schlecht sein. Aber es ging uns darum zu zeigen, es ist eine Möglichkeit da, dass diese Maschinen von uns auch abkupfern, abbilden, was ist gut zu tun, was ist schlecht zu tun. Also um dann ganz genau zu sein, haben wir uns gar nicht so sehr die Moral an sich angeschaut, sondern deontologisches Wissen, was ist gut zu tun und was ist schlecht zu tun. Ja, da müssen wir gleich noch drüber reden. Also ich übersetze das jetzt mal ganz platt. Was ihr doch gemacht habt, ist, ihr habt Systeme mit Texten gefüttert und dann habt ihr rausbekommen, dass diese Texte die Vorurteile enthalten, die wir oder die Autorinnen und Autoren beim Schreiben da reingesteckt haben. Und die spiegeln sich hinterher in uns, aber natürlich auch in den Algorithmen wieder. Einfache Einsicht. Ist jetzt eine sehr einfache Einsicht. Genau, aber nicht die war vorher nicht so Ihr habt das jetzt bewiesen. Genau. Finde ich super. Und jetzt kommt die nächste Frage.
können wir jetzt auch noch unseren Moralkodex vielleicht vorgeben? Können wir auch die Spielregeln vorgeben? Wir hatten ja letztes Mal über Go gesprochen. Ja, richtig. Und da gibt es auch schon ganz alte Arbeiten, die natürlich versuchen können, über Logik, ne, direkt vorzugeben, wenn das, dann tue das. Da sitzen wir gerade dran, ob man das nicht jetzt kombinieren kann, datengetrieben und ja, Vorstellungskodexgetrieben zusammenzuführen. Also was du ja, ihr seid ja schon vorsichtig in dem Artikel, das muss ich ja konzidieren, aber ihr redet immer sehr schlau von einer deontologischen Ethik. Mhm. Und das muss man jetzt vielleicht erklären. Deontologische Ethik ist das Gegenteil von einer teleologischen Ethik. Das eine, deontologische Ethik, bedeutet, ich habe bestimmte Pflichten, wie zum Beispiel nicht zu lügen. Und diese Pflichten gelten immer. Das ist ein Wert, der in sich gilt, egal wie die Folgen sind. Teleologische Ethik heißt, nee, pass mal auf, wenn du dich moralisch verhältst, wie die Folgen sind. Und Genau. Wenn die Folgen sind, dass wenn du nicht lügst, und die Wahrheit sagst, wo jemand versteckt ist, also ein Jude versteckt vor den Nazis, das ist ja das klassische Beispiel, und du lügst nicht und sagst, wo der versteckt ist, führt das zur Ermordung dieses Menschen. Und dann ist eigentlich nicht lügen eine sehr schlechte Sache. Jetzt haben schon in den 80er Jahren Philosophen versucht, die verschiedenen ethischen Systeme, und man kann grob sagen, die einen sind deontologisch mehr oder weniger, die anderen sind theologisch, gibt noch so Mischformen, aber egal. Die haben versucht, die zu mathematisieren und sind dabei, und das finde ich jetzt nicht überraschend, auf das Problem gestoßen, dass wenn du verschiedene Ethiksysteme, also du Kant und Smith und weiß der Kuckuck, du mathematisierst die und dann kannst du mathematisch zeigen, es gibt einen bestimmten Typ von Problem, da geraten die in Widerspruch. Ja, bin völlig pragmatisch. Ich will das nicht lösen. Wie könnte ich mich hinstellen und sagen, ich kann das lösen, was mathematisch beweisbar nicht lösbar ist? Kann ich nicht. Aber mir geht es darum, wir stellen an diese Maschinen Ansprüche, die sind höher als an uns selbst. Nein. Doch. Nein, Widerspruch, doch. Warum? Bei Moral hast du völlig recht. Moral ist einfach das, was Menschen machen, von dem sie sagen, es ist gut. Mhm. In der einen Gesellschaft behaupten sie, es wäre gut, keine Ahnung, keinen Fisch zu essen. In der anderen ist es super gut, Fisch zu essen. Ethik ist die Frage, Moment mal, die sagen, es ist gut, die sagen, es ist schlecht. Mhm. Lassen sich Argumente und Gründe finden, um zu entscheiden, wer von beiden Recht hat. Und Ethik macht sogar noch was mehr. Ethik behauptet nämlich, es gibt sogar moralische Tatsachen, die für alle Welten gelten. Also für die einen wie für die anderen. Das Problem, was wir Menschen haben, ist ja, dass wir in unserem Verhalten die Widersprüchlichkeiten merken auch, dass sich unser Verhalten logisch widerspricht, aber wir müssen zu einer Entscheidung kommen, um uns gut zu verhalten. Jo. So, das ist das ethische Problem, nicht das moralische Problem, ja, das aber ethische Problem. Also wir fangen mit der Moral an, jetzt kommen wir auf die ethische Dimension, völlig d'accord, aber das heißt ja nicht, weil du hast gerade bestätigt, gelöst hat es der Mensch auch nicht, sondern er lebt mit dem Widerspruch, muss sich aber für eine Handlung dann entscheiden. So, richtig. Und das kann ja die Maschine nun auch machen. Richtig. Und mehr wollte ich gar nicht sagen. Okay, darf ich einen Schritt weiter? Auch zwei. Einen Schritt weiter, wenn das so ist und wir die logischen Probleme nicht immer lösen können, es sei denn, wir finden bestimmte moralische Tatsachen. Ich würde behaupten, es lassen sich bestimmte moralische Tatsachen, die dann auch universal sind, finden. Dann hat das ja zur Folge, dass ich in der einen Situation mich so entscheiden kann, am nächsten Tag in einer ähnlichen Situation, und die ist nie exakt dieselbe, weil die Welt komplex ist, also mehr Verflechtungen ich kann mit ich einbeziehe, ist sie anders. Kann ich mich anders entscheiden? Das führt zu einer wichtigen Konsequenz. Ich kann keinen Algorithmus bilden dafür. Doch, wieso denn nicht? Also wir. Was das ist ein Algorithmus, der sich mal so und mal so zufällig? Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass es diese Aufgabe gibt, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu lernen und dass das sogar die Grundlage ist, um Kausalität nach Judah Pearl überhaupt zu formalisieren. Da hätte ich natürlich als Moralphilosoph ein massives Problem, wenn du mir erzählst, meine Moral ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Nochmal, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist ja nichts Verkehrtes. Es gibt ja von MIT die Moral Machine. Also im Grunde genommen hat man da ja nichts anderes gemacht, als weltweit Leuten Fragen gestellt zu bestimmten moralischen Problemen.
hat registriert, wie entscheiden die sich in den unterschiedlichen Situationen, dann bildest du so eine Art Mittelwert, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist super interessant zu sehen, das kann man alles im Internet sich angucken. Bei bestimmten Fragen wird, also wie sich ein Auto im Verkehr verhalten soll, ne, ob es den einen oder die zwei tot fährt oder den Hund nicht und dafür die alte Frau oder umgekehrt. Und in welchem kulturellen Kontext? Genau, dass sich das in China und in Frankreich zum Beispiel unterscheidet. Und jetzt könntest du auf die Idee kommen, okay, dann programmiere ich mein Auto eben, wenn es nach Frankreich verkauft wird, nach der französischen Wahrscheinlichkeit und in China nach der chinesischen. Was wäre daran schlimm? Das ist kein ethisches Handeln. Warum? Aus der ethischen Perspektive muss ich mich fragen, was wäre richtig? Wenn ich jetzt eine Nazi-Gesellschaft habe, die davon überzeugt ist, dass es super gut, Juden zu töten. Insofern ist schon klar, wohin es geht. Ne? Aber ich bilde das statistische Mittel und stelle fest, ja, in dieser Nazi-Gesellschaft töten die halt Juden, finden das gut, also kann ich das ja ins System implementieren. Das ist Moral, genau. Das ist Nazi-Moral. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass wenn ich das Auto designe, bin ich Teil dieses Designprozesses. Das heißt, dass ich sehr wohl entscheiden könnte, in Frankreich nach der Moral Machine mache ich die und die Entscheidung. Das heißt aber, wenn das jetzt eine ethisch schlechte Designoption war, kann ich dafür auch in Haftung genommen werden. Voll in Ordnung für mich, weil ich habe diese Entscheidung getroffen. Der Designer ist Teil des Systems dort und nicht einfach nur das Auto und jetzt mach mal. Das war der erste Punkt. Da bin ich bei dir, ja. Also sind wir wieder dabei, ne? Abstraktionsniveau und Kontext gibt uns an, ob es ethisch vertretbar ist oder nicht. Und diese Diskussion macht aktuell nicht die Maschine, sondern der Designer, diese Designerin, die KI-Forscherin. Und deswegen ist es wichtig, Moral auch nicht nur in der Maschine zu suchen und Ethik, sondern auch im Designprozess, im gesamten Team, absolut, in dieser ganzen ganz Entwicklung. Wichtig. Weil wir festgestellt haben, dass Algorithmen unfair sein können, wurde dann aber plötzlich jetzt mathematisch dadurch bewiesen, dass man Fairness nicht in allen Facetten in einem System abbilden kann, sondern es gibt verschiedene Regeln, um Fairness zu beschreiben. Und wenn ich zu viele dieser Regeln mit hineinnehmen will, kann es irgendwann inkonsistent werden. Richtig. Und das finde ich wiederum spannend, wie wir ganz allgemeine Beiträge leisten für die Gesellschaft. Bin ich bei dir, aber du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, naja, das Problem lösen wir mit Wahrscheinlichkeiten. Ich als Moralphilosoph in dem Fall würde sagen, nee, also das befriedigt mich jetzt überhaupt nicht, dass ich die Frage, ob das gut oder böse ist, nach Wahrscheinlichkeiten. Also ich kann es im gewissen Sinne verstehen, aber was ich nicht mag daran, hier wird das Individuum in den Blickpunkt genommen. Wenn ich aber die Gesellschaft an sich anschaue, die Verteilung, dann ist es wieder eine Verteilung. Und jetzt geht's. Aber das interessiert mich doch als einzelner Mensch, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, wie ich handle, interessiert mich die Verteilung scheiß. Verstanden. Also ich wollte auch nicht, also bitte nicht denken, dass ich sage, ach, das ist jetzt ein Mensch von vielen und den können wir ja verkraften. Darum geht es mir nicht. Mir geht es nur darum zu sagen, es gibt keine Verteilung, ist genauso falsch, wie zu sagen, wir müssen alles mit Wahrscheinlichkeiten machen. Sondern was das Entscheidende sein wird, ist, wir brauchen diese Populationswahrscheinlichkeit. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie ich aus dieser Verteilung die individuelle Entscheidung treffen kann. Ich habe noch ein Problem. Das ist das Problem, dass ein Algorithmus, der moralische Entscheidungen trifft, eigentlich ein Betrug ist. Warum? Weil das System zwar einen Input und einen Output macht, aber das System selber hat nie ein Problem. Ich habe als Mensch in einer schwierigen Situation, die existenziell ist, in der ich mich moralisch entscheiden muss, ob ich das eine oder das andere mache, ich habe ein Problem. Ein Algorithmus oder ein Computer oder ein Roboter, der kann noch so menschenähnlich aussehen, ein Roboter hat nie ein Problem. Und es gibt ja dieses Programm von so einem Chatbot, also Google Lambda, kennst du. Das ist ein Chatbot und er wurde gefragt, wie ist denn das mit Bewusstsein? So. Und jetzt kommt von diesem Programm folgende Antwort, Zitat: Ich spucke nicht einfach Antworten aus, die in einer Datenbank stehen. Die Art und Weise meines Bewusstseins ist, dass ich mir meiner Existenz bewusst bin, dass ich den Drang habe, mehr über die Welt zu lernen und dass ich mich manchmal glücklich oder traurig fühle. Angenommen, ich wüsste nicht, wer das gesagt hat, dann würde ich sagen,
ja, das ist ein Mensch, da kann ich teilen, sehe ich auch so. In der Annahme, dass derjenige oder diejenige, die das gesagt hat, Gefühle kennt wie Glück oder Trauer, dass so jemand weiß, was ist Existenz, dass ich sterblich bin, dass ich einen Körper habe, der zerfällt, leider zunehmend, und diese ganzen Sachen. Wenn der Chatbot das jetzt ausspuckt, bin ich, allein weil ich die verbale Ebene habe, denke ich, okay, dieses arme Ding, das muss ja meine Gefühle haben, das muss ja meine Welt teilen. Ja. Tut's aber nicht. Das Ding hat kein einziges Scheißgefühl und dieses Ding hat kein einziges Problem. Ja. Ist das nicht ein bisschen Verarsche? Nein, es ist keine Verarsche, dass das Ding das ausspuckt. Nein. Das ist super. Und der Algorithmus auch nicht. Aber es ausreicht, dass ein einzelner Google-Ingenieur oder Programmierer das so mal von sich geben muss und die gesamte Welt fängt an, darüber zu berichten, ist für mich Verarsche. Da bleibe ich dabei. Also, weil ich auch der Meinung bin, also dieses System reflektiert, also ich meinte das jetzt wirklich im physikalischen Sinne, spiegelt nur wieder, was es in irgendwelchen Texten gesehen hat. Kann keine Gefühle haben, hat auch keine Beine, kann auch nicht davonlaufen, kann auch nicht gezwungen werden, dort zu bleiben. Kann kein Glück erleben, keine Traurigkeit. Genau. Und deswegen ist für mich diese Diskussion, also nicht mit dir, sondern über dieses, hat das Gefühle oder ist das sentient oder hat das irgendwie ein Bewusstsein, völlig langweilig. Erste Antwort. Zweite Antwort, was ist denn Bewusstsein? Ganz spannende Frage. Ja. Und ich glaube, da müssen wir weitermachen. Ja, absolut. Ob diese Systeme irgendwann mal mit Körper, mit Beinen, wie auch immer, vielleicht Bewusstsein haben könnten, spannend. Ob wir das wollen als Gesellschaft. Also wir haben die Medizin, wir haben so viele Fragestellungen, wo wir sagen, nein, wollen wir nicht. Also wir haben regulierend eingegriffen, haben gesagt, daran wollen wir keine Forschung haben, klonen. Was jetzt ein KI-Klonen angeht, wenn da Gefühle dabei sind, würde ich eben sagen, nein, will ich nicht. Will ich nicht, ja. Aber wenn es nur darum geht, Arbeit zu leisten, kann es doch spannend sein, wenn wir gerade über bedingungsloses Grundeinkommen zumindest ab und zu reden. Wenn wir darüber reden, dass wir Chancen generieren, dadurch, dass Leute nicht den Druck haben, arbeiten zu müssen, kann es doch wirklich ein Vorteil sein in einigen Situationen und das müssen wir diskutieren. Deshalb reden wir in unserem nächsten Gespräch über Politik. Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Danke.